أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Meine liebe Geschwister im Islam und hallo an allen Wahrheitssuchenden. Das Thema von heute ist der Tod, der Genusszerstörer. Der Tod ist der Genusszerstörer für den Muslim und für den Nichtmuslim. Und jeder Muslim oder Nichtmuslim wird den Tod kosten. Es gibt keinen Mensch, der ewig lebt. Alle Menschen, die vor uns gelebt haben, sind gestorben. Und wir werden auch sterben. Aber die Frage ist, wo kriegen wir Informationen über den Tod? Allah, der allmächtige Gott, berichtet uns im Koran, dass er Adam a.s. aus Erde erschaffen hat und in ihn die Seele eingehaucht hat. Der Körper besteht aus irdischen Substanzen. Aber was ist die Seele? Die Juden kamen damals zum Propheten Muhammad a.s. und haben ihn gefragt, ja Muhammad, sie wollten testen, ob er ein Prophet ist. Erzähle uns, was die Seele ist. Und dann kam die Offenbarung von dem Schöpfer der Seele, in dem Allah sagt im Koran, und die Seele ist die Angelegenheit Allahs und Allah hat euch zu wenig Wissen gegeben. Das heißt, wir haben zu wenig Wissen über die Seele und das ist irrelevant zu wissen, was Seele ist. Einige Menschen haben angefangen zu fantasieren, indem sie gesagt haben, die Seele wiegt so und so viel Gramm. Aber das ist irrelevant, wie schwer die Seele ist. Die Frage ist, was ist die Seele? Und der Schöpfer der Seele sagt, das ist nicht eure Angelegenheit. Also für uns ist die Seele quasi wie ein Stromschalter. Wenn dieser Stromschalter ausgeschaltet wird, dann ist der Mensch tot. Das heißt, mit dem Tod geht die Seele aus dem Körper raus. Allah sagt im Koran in der Sura An-Nisa, Vers 78, Einama takunu yudrikukumul maut. Sinngemäß übersetzt, wo auch immer ihr seid, der Tod eilt euch. Egal, wo du dich befindest, der Tod wird zu dir kommen. Jeder weiß, ein Flugzeug hat die Funktion, Menschen zu transportieren. Ein Bus hat auch die Funktion, Menschen zu transportieren. Aber viele Menschen fragen sich selber nicht, welche Funktion habe ich? Warum existiere ich? Und welchen Sinn habe ich? Allah sagt im Koran, unser Schöpfer, denkt ihr, wir haben euch sinnlos erschaffen? Allah hat uns nicht sinnlos erschaffen. Ganz im Gegenteil. Allah sagt in der Sure Ali Imran, Vers 185, Kullu nafsin dha'iqatil maut, wa innama tuwaffuna ujurakum yawm al-qiyama, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz, wa mal hayatid dunya illa mata' al-ghurur. Sinngemäß übersetzt, jede Seele wird den Tod kosten. Und euer Lohn bekommt ihr am jüngsten Tag. Und wer vor Allahs Bestrafung gerettet wird und ins Paradies geführt wird, der ist der Gewinner. Und dann sagt Allah, وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعَ الْغُرُورِ. Sinngemäß übersetzt, und das irdische Leben ist nur ein trügerischen Missbrauch, trügerischen Genuss. Jeder von uns wird den Tod kosten.
Die Frage ist, was geschieht nach dem Tod? Und was ist überhaupt der Tod? Allah hat Adam aus Erde erschaffen und hat in ihn die Seele eingehaucht. Und sogar durch seinen Mund. Und wir sehen, wenn der Mensch stirbt, die Seele wird von den Beinen oder durch die Beine, von den Füßen bis nach oben entzogen. Und derjenige, der stirbt, der fällt direkt auf den Boden, der bricht zusammen, weil seine Beine ihn nicht tragen können. Und wir sehen, dass er starre Augen hat. Starre Augen, weil er drauf guckt, wohin die Seele geht. Und starre Augen, weil Allah im Koran sagt, heute ist dein Blick sehr scharf. Wenn die Seele rauskommt, man sieht Dinge, die man vorher nie gesehen hat im Leben. Man sieht zum ersten Mal den Todesengel. Man sieht zum ersten Mal die Engel, die Allah auf jeden von uns eingesetzt hat, rechts und links. Man sieht auch den Satan. Das ist erstmal ein Schock für denjenigen, der stirbt. Und das ist auch eine Prüfung für deine Umgebung. Die Leute in deiner Umgebung sehen, dass du das Leben verlassen hast, ohne dein dickes Auto, ohne dein dickes Konto, ohne dein Grundstück, was du gekauft hast, ohne dein Besitz. Du bist nackt geboren und kehrst du nackt zu Allah zurück. Und alles, was du Besitz hast, das war nur eine Prüfung für dich. Alles, was du erlebt hast, war nur eine Prüfung für dich. Alles, was du gesagt hast, das war eine Prüfung für dich. Alles, was du getan hast in deinem Leben, war nur eine Prüfung. Wenn ein Schüler sich sehr schlecht vorbereitet hat auf die Prüfung und der Lehrer sammelt die Blätter der Prüfung, er wird dem Lehrer sagen, gib mir nur 5 Minuten Zeit, gib mir noch etwas Zeit, damit ich meine Aufgaben richtig beantworten kann. Und das werden auch die Menschen sagen, die Allah nicht gedient haben und gegenüber ihren Schöpfer undankbar waren. Sie werden sagen, Rabbirjoon, o Allah, lass mich eine Sekunde zurückkehren. Wenn man den Todesengel sieht, wenn man Iblis sieht, wenn man den Satan sieht, wenn man Dinge sieht, die man vorher nie in seinem Leben gesehen hat und weiß, dass seine Prüfung zu Ende ist, dass sein Leben zu Ende ist und er sieht, dass er in die Hölle kommt, er wird sagen, Rabbirjoon, o Allah, lass mich zurückkehren, damit ich Gutes tue. Allah wird antworten und sagen, das ist nur ein Wort, was er ausspricht. Und diesen Wunsch wird nicht erfüllt. Allah hat den Wunsch von keinem erfüllt, der gesagt hat, Rabbirjoon. Allah hat den Wunsch von keinem erfüllt, der gesagt hat, oh Allah, lass mich eine Sekunde zurückkehren. Allah hat jedem von uns Zeit gegeben und genügend Zeit gegeben, dass man sich bessert, dass man den Islam richtig praktiziert, dass man nach der Wahrheit sucht. Allah hat jedem von uns genügend Zeit gegeben, um diese Prüfung zu meistern. Viele auf Allahs Erde wissen gar nicht, dass sie geprüft werden. Viele wissen, dass sie geprüft werden, aber die sind nachlässig. Und wenn sie den Todesengel sehen, sagen, Rabbirjoon, o Allah, lass mich eine Sekunde zurückkehren. Der Prophet Muhammad a.s. hat uns befohlen, an den Genusszerstörer zu denken und immer an den Tod zu denken, damit wir für diesen Tag und für diese Begegnung
keine starren Augen bekommen und nicht sagen werden, oh Allah, lass mich eine Sekunde zurückkehren, damit ich Gutes tue. Dieser Gast, der klopft nicht an die Tür, der fragt dich nicht vorher, er ruft dich nicht vorher an, er kommt zu dir, während du mit deinen Kindern sitzt und vielleicht deinen Urlaub mit den Kindern planst, oder er kommt zu dir, während du am Essen bist oder während du am Schlafen bist, und nimmt deine Seele weg, und dann bist du nur eine Leiche. Und sogar deine Kinder, die gerade mit dir gespielt haben, als du lebendig warst, als du am Leben warst, wenn die dich sehen, sie werden Angst vor dir haben. Du bist deren Vater. Sie lieben dich, aber die sehen dich zum ersten Mal als Körper. Liegt auf dem Boden, bewegt sich nicht, die Augen sind offen. Das ist ein schrecklicher Blick für die Kinder. Und deine Prüfung ist zu Ende. Mit dem Tod ist deine Prüfung zu Ende. Viele Menschen liegen jetzt in ihren Gräbern und warten auf uns, bis wir alle geprüft werden, und dann kommt der jüngste Tag. Aber meine liebe Geschwister im Islam, es geht um diese Begegnung. Es geht um diese harte Begegnung mit dem Todesengel. Du siehst zum ersten Mal den Todesengel. Und der Todesengel kann leuchten, gut riechen und bringt Kleider vom Paradies zu dir. Oder wal'iyadu billah, der wird ekelhaft aussehen, schwarz, und dass du nicht mal ihn anblicken kannst oder ihn anschauen willst, und du wirst sagen, Rabbirjoon, o Allah, lass mich eine Sekunde zurückkehren. Wir wissen, dass Allah für jeden von uns drei Lebensstationen erschaffen hat. Dieses Leben ist die erste Station, wo der Mensch lebt und geprüft wird. Allah prüft jeden von uns durch den Satan und durch seine Umgebung und durch die Dinge, die Allah jedem beschert. Sei es Geld, sei es Vermögen, sei es Kinder, sei es Besitz. Das ist alles eine Prüfung für dich. Und die zweite Lebensstation ist das Leben im Grab. Das Leben im Grab ist entweder Säuberungsstation oder eine Station, wo der Mensch bis zum jüngsten Tag bestraft wird. Oder eine Station, wo der gläubige Mensch sanft schläft und wartet, bis alle Menschen auf Allahs Erde geprüft werden. Die dritte Lebensstation ist der jüngste Tag, wo alle Menschen auferweckt werden, die je gelebt haben. Und Allah wird zwischen den Menschen richten. Jeder bekommt seinen Lohn oder seine Bestrafung. Deshalb sagt Allah, Kullu nafsin dha'iqatil maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyama. Jede Seele wird den Tod kosten, und euer Lohn werdet ihr am jüngsten Tag erst bekommen. Unser Lohn werden wir erst am jüngsten Tag von Allah bekommen. Und der Lohn am jüngsten Tag ist das Paradies, das man im Paradies aufweilt, körperlich und seelisch. Alle Wünsche werden erfüllt, und ein Genuss im wahrsten Sinne des Wortes, ein Genuss auf ewig. Man wird nicht älter werden, man wird nicht krank werden, es wird keine Langeweile mehr geben und es wird kein Tod mehr geben. Dieser Genuss ist unvergänglich. Allah sagt im Koran, La yabghuna anha hawla. Die wollen nicht weggucken aus lauter Genuss. Und
die Menschen werden vollkommen sein, keine Krankheit, man wird nicht älter werden, es wird keine Toiletten mehr geben, das Essen wird ausgeschieden durch die Haut, riecht wie Moschus und alle Wünsche werden erfüllt im Paradies und man lebt auf ewig. Und das ist die Belohnung für denjenigen, der die Prüfung Allahs auf seiner Erde gemeistert hat, der die Prüfung bestanden hat. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die bestraft werden, weil sie hochmütig, arrogant gegenüber ihren Schöpfer waren. Sie haben ihn geleugnet, sie waren undankbar gegen ihren Schöpfer, sie haben Schandtaten begangen auf seiner Erde, sie haben die Prüfung nicht verstanden und nicht bestanden. Dort gibt es Kleider aus Feuer, Betten aus Feuer. Die Leute, die drin sind, die werden Eiter, Blut, geschmolzene Haut essen und trinken. Deren Wunsch ist zu sterben. In der Hölle werden die Menschen bestraft und die werden nicht sterben.